Die 1. November 2004 wird er in das Schleswig-Holsteinische Lundi das Friesgesetz beschließen. Das Gesetz wird Stippen von Friesk in der Öffentlichkeit, so hat das Friesgesetz mal vollen Nome, gungt aber Initiative von On Lundis Montobeich, Lars Harms von der SSW. Genau wie andere Minderheiten in Europa streben die Friesen nach rechtlichen Regelungen und nach entsprechenden Absicherungen. Nicht, weil sie dem Staat misstrauen, sondern weil es allgemein darauf ankommt, Rechte für Minderheiten zu gewähren und Minderheitengruppen anzuerkennen, damit man diese Rechte auch im täglichen Leben einfordern kann. So gungtet am Friesgesprecke eine öffentliche Verwaltung. Am Friesnorken als Kriterium vor Önstein eine öffentliche Dienst. Am Schilde bei Gebüde, Siegle in Briefhode, Frieske Blei in Wopen, en am Torpschilde. Das Gesetz beruht auf dem Freiwilligkeitsprinzip, es ist kostenneutral, aber vor allem, es ist eine Referenz an die Friesen und es ist eine Referenz an die Minderheit. Der CDU-Mann Heinz Maurus von Soll snorkelt sogar aus Söllring. Hat es in Ebenfach gesetzt, man darf wir mit den Rückenwei von den Jest vordreien, vor ein Friesengesetz, von die 25. Januar, betten zu dit Haus dort in Berlin. Alle Fraktionen wie ein Friesgesetz in Festin, bloß der FDP ein. Konkrete Schritte zur Förderung des Friesischen sind jedenfalls unendlich viel wichtiger als eine bloß symbolische Bekräftigung bereits vorhandener Möglichkeiten. Bald aufstemmen, stemmt Moss alle der vorherige FDP-Hüller Grotzendeals zu Beef. Für unsere Fraktion war es keineswegs ein Selbstgänger, sondern wir haben uns sehr genau überlegt, ob dieses Gesetz sinnvoll ist oder ob es nicht sinnvoll ist. Wir sind dazu gekommen, dass es sinnvoll ist, weil auch Symbole im öffentlichen Raum eine große Rolle spielen und dieses Gesetz auch für die Weiterentwicklung der friesischen Sprache von großer Bedeutung ist. Aus Kuhlenwürdig seht ihr das Ganze erst in dem Möhr, in symbolisch gesetzt. Nein, aber hört euch. Also wie faue Möhrruchte, wie frieske faue Möhrruchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Also just dort wird eine Sprechekarte stoned, wo dann wirklich noch mal Möhr wurde, wenn wir dort deren malen, was wir hier in Dilling bis Linn heben. Er hat natürlich auch einen symbolischen Charakter, der dort die Astore irgendwas vor der Frieske Jevdauer hat. Zuerst klar, dass der Frieske auch die Vorankiemen sind. Aus, dass er auch noch Fohle zu Down jeft.